So, die Aufnahme ist gestartet. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem endlich mal wieder neuen Video. Ich darf, ich soll M gar nicht mehr, ich möchte M gar nicht mehr sagen. Oh Gott, ich, oh Gott, also. Leute, herzlich willkommen, ich sag's doch mal, zu diesem endlich wieder ein Video von mir. Tut mir leid wegen diesem Wasserzeichen hier so dieses blöde Wasserzeichen. Wir gucken uns heute mein Video an und zwar von Herr Busfahrer. Und ich würde sagen, wir switchen einfach mal zu YouTube und bis gleich. So, da sind wir auch schon. Also, Herr Busfahrer, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir starten dann mal, ne? Hallo? Oh Kevin, was hast du denn jetzt schon wieder? Bevor jemand fragt, ich habe Herr Busfahrer vorher gefragt, ob ich auf die Videos reagieren darf und ich darf reagieren. Deswegen, ich habe die Erlaubnis. So, let's go. Oh Kevin, was hast du denn jetzt schon wieder? Ich bin in Gefahr, zum Mülleimer zu gehen, Herr Busfahrer. Ich habe hier aber Müll und ich schmeiß das jetzt einfach mal hier rum. Ist ja gar kein Problem, Herr Busfahrer. Kevin, muss das sein? Oh, echt jetzt? Das kannst du alles aufsammeln, Kevin. Ich sag dir, das sammelst du jetzt auf. Ich heb das nicht mehr auf. Ne? Mach ich nicht. Ich möchte jetzt hier aussteigen. Machen wir jetzt die Tür auf. Möchtet ihr aussteigen? Das ist so geil. Ach, wie cool. Ich möchte unbedingt mal. Wenn du das hier siehst, der Busfahrer, ich möchte unbedingt mal ein Video mit dir machen. Unbedingt mal so ein Clip oder so, also. Herr Busfahrer. Nee, du sammelst das jetzt alles auf. Da vorne ist doch der Mülleimer. Warum musst du das alles durch den Bus jetzt werfen? Ich heb das nicht mehr auf. Ich gehe jetzt zur Tür. Also ein bisschen Ordnung halten kann man ja wohl. Ich lasse dich dafür jetzt nicht raus, bis du aufgeräumt hast. Oh Gott, oh Gott. Aufmachen, Herr Busfahrer! Ich sag das meiner Mama, dass sie mich nicht rausgelassen haben. Das ist nicht mehr meine Aufgabe, dass ich diesen Müll aufhebe, Herr Busfahrer. Mach ich nicht. Ich möchte jetzt aussteigen, Herr Busfahrer. Oh, jetzt heult der auch noch. Ach, schön, das ach, echt unterhaltsam. Auch wenn es wirklich nur 3 Minuten sind, aber es ist wirklich oh, herrlich. Aber gleich kommt die Erklärung. Stopp! Ja, ein verschmutzter Bus. Wieso verschmutzter Bus? Ja, liebe Leute, wenn manchmal ein Bus keinen Mülleimer hat, dann schmeißen manche Menschen einfach so selbstverständlich ihre Sachen durch die Gegend. Ganz widerlich sind zum Beispiel Tempotaschentücher, gebrauchte Tempotaschentücher Oh zwischen den ja. Oh Gott. Bestes Bild. Oh, Entschuldigung. Also, bestes Beispiel, diese Tempotaschentücher. Natürlich, das macht man nicht. Das steckt man in die Tasche oder man steckt. Oder man nimmt eine kleine Plastiktüte, packt das da rein oder eine Papiertüte und schmeißt es dann an der Bushaltestelle. So wird er wahrscheinlich auch gleich erklären. Ja. Es gibt Unternehmen, dort werden die Busse ja gereinigt. Und dort hatte ich ja schon mal erzählt mit den Kaugummis, dass wir auch manchmal Kaugummis unter Sitz Oh, kleben, das ist so Taschentücher. eklig. Oh, Kaugummis, ey, das ist. Oh. Masken und sämtlicher anderer Schmutz wird einfach in den Bus verteilt. Warum auch immer.
Könnt ihr nicht sowas bitte einfach in Zukunft bei euch in der Tasche lassen, wo ihr es praktisch hergezogen habt? Oder wenn ein Mülleimer im Bus ist, dort drin entsorgen? Warum muss man das zwischen den Sitzen klemmen? Warum muss man das durch den Bus schmeißen? Ganz beliebt sind auch immer Getränkeflaschen, erst heute wieder erlebt, die einfach hinten abgestellt werden. Dann bremst man etwas und auf einmal fliegt die Getränkeflasche von da hinten bis nach hier vorne hin. Das, warum kann man sowas nicht mitnehmen? Ich meine, da sind immerhin 25 Cent Pfand drauf, oder? Ja, genau. Na gut, die Bierflasche ist sogar nur 8 Cent. Ja, aber nee, 6 Cent, 8 Cent? Egal. Also, nehmt doch bitte einfach euer... Bierflasche ist, glaube ich, 15 Cent. Bierflasche ist... Mal ganz kurz googeln. Bierflasche ist doch 15 Cent. Voila, jetzt war meine Webcam aber ganz kurz weg. Bierflasche ist doch... Okay, Google. Wie viel Pfand ist auf einer Bierflasche? Hier sind Informationen aus Mehrweg. Ah, 18, 15 Cent. Ja, okay. Alles daran habe ich nichts gesagt. Müll demnächst mit raus, dann haben wir weniger Arbeit, weil es auch Busunternehmen gibt, wo zum Beispiel die Fahrer selbstständig den Bus reinigen müssen. Das heißt, die müssen praktisch euer Müll hinterherräumen. Ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Jeder geht auf Friday for Futures und demonstriert für eine bessere Umwelt. Warum könnt ihr nicht auch im Bus damit schon mittlerweile anfangen? In diesem Sinne, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, euer Herr Busfahrer. Wer es noch nicht getan hat, der kann mir natürlich gerne wieder ein Like da lassen, kommentiert, diskutiert mit mir. Und abonniert mit diesem Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Busfahrer. So, Kevin, also, wenn du schon auf Friday for Future Demos gehst, dann kannst du jetzt auch deinen Müll wegräumen, ne? Hat er das jetzt aufgenommen? Hat er das jetzt aufgenommen? Ja, hat er aufgenommen. Oh, herrlich. Oh, wieder schön. Ja, das erste Video von Herr Busfahrer, auf was ich reagiert habe. Es werden noch ein paar Videos kommen, auf was ich reagiere, weil ich das immer sehr interessant finde. Und das nächste Mal kommt vielleicht auch ein kleiner Vlog, wenn ich in Hameln bin. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit dem Video. Lasst bei mir auch ein Like da, kommentiert mal in den Kommentaren oder schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet mit Müll im Bus. Das würde mich mal so ein bisschen interessieren. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.